Wir haben heute auf dem Duisburg-Abend hier in Istanbul sehr viel gesprochen darüber, wie Unternehmen aus der Türkei eben heute in den Bereich Wasserstoff investieren sollten, dass Fachkräfte benötigt werden, dass eben aber auch Know-how benötigt wird, damit die Unternehmen eben auch stringent nach vorne gehen und eben nicht Fehler machen, sondern eben schnell in den Markt kommen und Produkte machen. Wichtig ist, das haben wir auch heute gelernt, dass investiert wird, dass hier in der Türkei in erneuerbare Energien investiert wird, damit eben genügend grüner Wasserstoff dann für die Türkei, aber eben dann auch für Europa hier produziert werden kann. Denn das Potenzial ist riesig und die Geschäftsfelder dann eben hier für die Türkei, aber eben auch für Unternehmen aus Duisburg, aus Nordrhein-Westfalen ist riesig. Beim Duisburger Abend in Istanbul, Schwerpunktthema, einerseits das Thema Energiewende, Energietransformation, sehr stark eine mögliche Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Nordrhein-Westfalen und insbesondere Duisburg auf allen Ebenen in den Gesprächen. Teilweise überraschende Erkenntnisse, wo eine Zusammenarbeit sehr schnell möglich wäre. Auch überraschende Erkenntnisse, wo wir noch voneinander entfernt sind. Insgesamt ein ganz gelungener, toller Abend. Heute auf unserer Unternehmensdelegationsreise hier in die Türkei, in Istanbul, habe ich interessierten türkischen Unternehmerinnen und Unternehmern unseren Standort vorgestellt, habe aufgezeigt, wie wir uns die Wasserstofftransformation in Duisburg vorstellen, um dafür zu werben, dass sich türkische Unternehmerinnen und Unternehmer auch für den deutschen Markt, speziell für den Markt in Duisburg interessieren. Das Interesse war sehr groß, wir haben sehr positive, sehr große Resonanz gehabt und müssen das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen dann entsprechend nacharbeiten. Es war ein sehr gelungener Abend, ein Duisburger Abend hier in Istanbul. Unsere Gäste waren zufrieden, unsere Delegation war zufrieden, alles war gut. Ja, die Duisburger Delegation aus Wirtschaft, aus Politik ist heute hier, um mit Vertretern aus der Istanbuler Gesellschaft, Vertretern der Wirtschaft, aus der Politik, aber vor allen Dingen aus der Wirtschaft, darüber zu reden, welche Kooperationsmöglichkeiten kann es geben zwischen Duisburg und der Türkei, zwischen Deutschland und der Türkei, rund um das Thema Klimawandel und Wasserstoff. Ich fand den Abend sehr kurzweilig, sehr konkret, sehr detailliert und unglaublich spannend. Und bei mir ist der Eindruck hängen geblieben, hier gibt es eine riesen Chance, sowohl für die Türkei als auch für Deutschland und insbesondere Duisburg. Und diese Chance möchten wir gerne nutzen. Wir hatten heute einen absolut begeisternden und schönen Abend hier in Istanbul in der Türkei. Wir haben Duisburger Unternehmerinnen und Unternehmer hier mitgebracht in unserer Delegation, genauso wie Mitglieder des Rates und natürlich unseren Oberbürgermeister Sören Link. Und wir haben einfach gemerkt, dass das Thema Wasserstoff nicht nur in Duisburg ein Riesenthema ist, sondern eben auch hier in der Türkei. Wir werden langfristig zusammenarbeiten müssen, um ausreichend Wasserstoff hier in unsere Stadt zu bekommen, für die Stahlproduktion, für die Mobilität, aber irgendwann natürlich auch für die Wohnungen. Und das geschieht nur, wenn wir über die Grenzen von Duisburg in NRW, in Deutschland und in ganz Europa miteinander kooperieren. Und dafür haben wir heute hier einen ersten großen Schritt gemacht. Heute war unser Thema Duisburg. Nordrhein-Westfalen ist Wirtschaftszentrum von Europa und Deutschland. Und das Herz vom Nordrhein-Westfalen ist Ruhrgebiet und damit auch Duisburg. Und wir haben heute eine sehr, sehr ergiebige Veranstaltung gehabt auf höchster Ebene. Oberbürgermeister Sören Link war da, Duisburg Business and Innovations CEO Professor Rasmus Beck war da und alle anderen, auch viele hochwertige Gäste aus Duisburg, aber auch aus der Türkei, viele Vertreter der Wirtschaft. Wir haben die Veranstaltung gemeinsam mit dem türkischen Handelsblatt Economy gemacht und wir haben gesehen, dass im Bereich Wasserstoff zwischen Türkei und Nordrhein-Westfalen sehr viele Möglichkeiten für Zusammenarbeit besteht. Das konnten wir auf höchster Ebene miterfahren. Ganz tolle Botschaften wurden wiedergegeben und ausgetauscht. Wir freuen uns auf künftige Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen, Duisburg und der Türkei.
Wir haben uns sehr gefreut, die Duisburger Delegation diese Woche hier bei uns in Empfang zu nehmen mit einem sehr, sehr wichtigen Thema der länderübergreifenden Kooperation zu einer grünen Zukunft, einer klimaneutralen Zukunft zum Thema Energiewende und grüne Transformation. Und wir haben insbesondere heute im Rahmen des Duisburg-Abends gesehen, wie groß auch hier das Potenzial für eine länderübergreifende Zusammenarbeit ist, was wir natürlich auch als Kammer sehr, sehr gerne immer wieder unterstützen. Viele deutsche Unternehmen sind bereits hier bei uns auch im türkischen Markt tätig und andersherum auch viele türkische Unternehmen im deutschen Markt tätig. Und dort geht es einfach, Synergien zu schaffen, um für eine bessere Zukunft zusammenarbeiten und gemeinsam dort etwas zu erschaffen. So, hallo erstmal aus Istanbul. Wir sind heute hier mit der zweiten Delegationsreise mit der Stadt Duisburg, der DBI und natürlich auch Atiyat. Ich freue mich sehr, dass ich hier in der Türkei eine Rede vortragen durfte oder meine Geschichte vortragen durfte. Es hat mich natürlich sehr berührt. Ich habe sehr gute Unterstützung bekommen von Familie, von Freunden. Unsere Mission in Istanbul haben wir erfolgreich absolviert und jetzt geht es auch in ein paar Stunden direkt nach Gaziantep zu meiner Heimatstadt, wo meine Wurzeln herkommen.